Zu Hot zur Touch, wieder in einen Jackpot rennen und du bist anscheinend prädestiniert für die Bewerber heute. Zu Hot zur Touch, Einlaufwette, Jackpot geht's, da muss man sie mitnehmen. Für den Sieg, denke ich, wird schwer, zumal ihr, glaube ich, das Pferd langsam, behutsam von Rennen zu Rennen aufbauen wollt. Und von dem her, gutes Laufen natürlich zu erwarten, aber ich sage mal, Lucio F. Boko, der mir sehr gut gefallen in der Quali, Mercedes Venus, glaube ich, gibt es auch eine hohe Meinung im Stall Hubert Brandstätter. Zum Gewinnen wird es nicht einfach, aber das Zeug hätte sie dazu. Aber ich glaube, ihr wollt sie behutsam aufbauen, von Rennen zu Rennen, oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Das Zeug hätte sie dazu. Allerdings sind sehr prominent gezogene Pferde drin. Und mir ist heute wichtig, dass sie über die Mitteldistanz eine ordentliche Leistung bietet, da sie eventuell nächsten Monat in Schweden starten soll. Und die Rennen sind nun mal in Schweden alle über die Mitteldistanz. Und ich erwarte einfach eine ordentliche Leistung und das ist das Wichtigste. Würdest du sie trotzdem in der Super 76 mitnehmen oder sagst du da eher, du glaubst, die Gegner sind zu stark? Nein, vom Laufen her kann sie so ein Rennen auch gewinnen. El Clasico, Einlaufwette, Jackpot-Rennen. Der Erich Kubel steuert ihn, weil er ihn, glaube ich, auch im Hambletonen fährt, wenn meine Informationen jetzt einmal richtig sind. Halb richtig, also wenn er heute eine sehr, sehr positive Leistung bringt, wird er in Hambletonen starten. Pferd arbeitet gut, ist mit Kopf her besser bei der Arbeit als Hengst. Ich glaube, dass das Rennen zum Siegen noch ein bisschen zu früh kommt. Aber wir hoffen alle, dass er glatt geht und dass er unter die ersten drei ist und dass er uns nicht abermal enttäuscht. Ja, Mercedes Venus haben wir zuletzt schon gesagt, sehr hoffnungsvoll, hat man zwei Jahre schon gute Arbeitsberichte gehört. Zuletzt gesprungen und da ja diesmal Start aus der zweiten Reihe. Zum Gewinnen, glaube ich, wird es nicht einfach. Das Meier Gerd Lucio F. Boko hat mir persönlich sehr gut gefallen, aber es geht über 2,40 und da hast du sie qualifiziert, wahrscheinlich auch bewusst. Ist sie auf die Mitteldistanz sogar ein bisschen besser? Ja, sie hat letztes Mal einen Einser gehabt, wir hätten diesmal wieder einen Einser gehabt, darum habe ich 2,3 angemeldet. Und sie hat letztes Mal so aufs Rennleitungsauto reingeschaut und sie ist ein sehr gutes Pferd und sie wird vielleicht nur ein, zwei Start brauchen. Sie hat momentan sehr große Wachsprobleme, muss ich sagen. Sie ist hinten zwei fast höher wie vorne. Also, aber wenn sie glatt läuft, ist ein sehr talentiertes Pferd und sicher, wenn sie glatt läuft, hat sie immer eine Chance, unter die ersten zwei zu sein. Im siebten Rennen, ich könnte da schwärmen von Lucio F. Boko. Der hat eine Quali gezeigt, verkehrte Peitsche. Wenn ich nicht irre, war auch Begleitpferd eines anderen hier startenden Pferdes in dessen Quali. Außenrum hat er da gut entsprochen. Das ist ein Radley Express und den sieht man den Rennkopf an. Hat eine Nennung fürs deutsche Derby und wie gesagt, ich schwärme und ich auch habe manchmal Träume. Und ich sehe ihn so wie einen Muscle Boyas in etwa von der Karriere her. Du holst mich jetzt auf den Boden zurück oder siehst du das auch so? Ja, ich schwärme auch. Aber wie gesagt, junges Pferd, Nummer eins. Aber so wie er sich benommen hat in den letzten Arbeiten, die wir ihn mitgenommen haben auf die große Bahn und auch in Wels an der Mittwocharbeit und wie er sich qualifiziert hat, ist er einfach ein besseres Pferd. Das muss man schon so sagen. Wie weit er heute in der Lage ist, also so eine Aufgabe zu lösen, weiß ich nicht, weil es ist halt immer bei einem jungen Pferd von einem Tag auf den anderen anders eben. Aber wenn es alles zusammenläuft, dann würde ich sagen, ist er wirklich ein gutes, sehr gutes Pferd und auch hoch zu halten in dem Rennen. Und habe ich damit recht, dass er den Rennkopf von einem Radley Express hat? Also mir hat es bis jetzt den Anschein gemacht, das müsstest du bei ihm nicht viel machen, ihm nicht viel auffordern, der weiß, was er zu tun hat. Unwahrscheinlich, ein Vorwärtsdrang, das Pferd, auch relativ sicher, aber das sollte man nicht verschreien beim Dreijährigen am Start. Das kann alles passieren, dass er auch in der Luft ist. Aber grundsätzlich, er hat etwas Besonderes, er ist ein besonderes Pferd und ich habe schon viele, viele gute Pferde trainiert und er ist einer von denen, die in der Kategorie ganz vorne, ganz oben steht.